So, hallo. Wir sind im dritten Dungeon von Final Fantasy XIV und ja, sind wir gerade schon am Angreifen. Ich bin nun Level 20, wie ihr seht, vielleicht. Und ja. Scheint eine gute Gruppe zu sein. Magier, ein Fernkämpfer und ein Schild. Also ein Krieg oder was das ist. Ich weiß jetzt nicht, welche mit dem Schild ist. Ich glaube, Paladin ist dann die nächste Klasse, die Zweierklasse. Und Krieger und Druide. Ja, Krieger und Druide. So, also gehen wir mal nach oben. Oder unten? Eiche unten, ja. So. Ja, es ging recht lang auf Level 20, weil ich einfach keine Quests mehr hatte. Ich hatte die Druiden-Quests noch gemacht, auf Stufe 15 und 20. Dann halt noch die Aufträge mit den Büchern da. So. Ach man, ich muss irgendwas wieder ändern. So. Das ist schon viel besser. Hallo. Ja. Gott, der Gott. Diese Verzögerung. Gigantische Verzögerung. So. Schon viel besser. Magier. Ja, ein bisschen weiter weg, Magier vielleicht. Ist nicht genau der am meisten aushält. So. Jo. Oh, schön hier. Die gefällt mir, die. Ist nicht allzu dunkel. Ist ein schöner Gansch. Da kommt der Heckkarton. Den tue ich mal ein bisschen vergiften. So. Schädelrebe. Jetzt kommt er zu mir, oder was? Na gut. Dass er nicht zu mir kommt. Das ist mal was. So, mir freut es, dass ich jetzt wieder gleich weit wie Wolfrus bin. Morgen, wenn der Livestream 17 Uhr beginnt, bin ich also gleich weit und kann mit ihm dann alle Quests machen, hoffentlich. Ja, wenn er dann die Faustkämpfer-Gilde macht, kann ich es natürlich nicht machen. Weil ich da noch nicht bin und da noch nicht so hochlevelig, also eben auf Level 0 noch. Ich mache dann. Ja, ich schaue ihm einfach zu, mache die Druiden-Gilde dann später weiter. Level eben. Ich habe ja einen Tag Zeit, noch alles gut leveln. Und werde dann noch Pikenier nehmen, was ich jetzt noch nicht machen konnte. Ja, es ist jetzt auch erst 2 Stunden später, seit dem letzten Video. Ich hatte noch gegessen und bin noch ein bisschen draußen gewesen und das. Summiert sich so ein bisschen. Ich einfach wenig Zeit hatte für das Leveln. Für den Pikenier. Jetzt scheint es ein bisschen knapper zu werden. Aber natürlich noch viel zu einfach. Es ist schon was. Schon fast zu wenig los werden drüben.
Da ist der erste Dungeon mit Abstand der einfachste gewesen. Der schwierigste gewesen. Weil die Spieler nicht so gut waren. Da. Das waren wahrscheinlich alles. Ja, nein. Ich denke, das waren Leute, die schon mehrmals irgendwie waren. 3 Level höher als ich und hatten mehrere Berufe. Und haben aber extrem wenig Ahnung gehabt. Oh. Mal schauen, was das für Leute sind. Das scheint so ein Tierwesen zu sein. Eine ist eine Katze. Katzenwesen. Der andere sehe ich gerade nicht. Das ist ein Mensch. Ich will da mal Profil anschauen. Nö. Das ist eine PS4-Spiel, okay. Ja, die können auch spielen mit dem PC spielen. Multicrossing. PlayStation 3, PlayStation 4 und PC-Spiel können zusammen spielen, glaube ich. Muss ich dann nochmals gut nachschauen. Finde ich toll. Aber ist jetzt wirklich nicht unbedingt ein Ding. Also die PC-Version hat dadurch halt auch ein bisschen Rückstand zu anderen MMORPGs. Also dass sie einfach einen technischen Rückstand hat, weil das auch angepasst zu PlayStation 3 ist. Aber ja. Ist trotzdem schön, ist ein wunderschönes Game. Die Grafik ist trotzdem noch toll. Und ah, da muss man jetzt das machen. Okay. Pan. Setz mal ein. Den Hebel. So. Wow. Das erinnert mich an Minecraft, diese Stollen in den Schluchten. Kommen hier also Vögel rund. Sieb, was ist denn das für ein Name? Schade, kann ich kein Mana auffüllen. Der Magier hat gerade kein Mana. Was habe ich noch neu jetzt bekommen? Den hier. Nein, der Wasserstrahl, genau. Und mal das hier so machen, damit ich das später wieder als Angriff machen kann. Und den hier ausmachen, dann bin ich ein bisschen stärker. Was sollte ich noch machen? So, er hat wieder volles Mana, gut. Also Magier möchte ich unbedingt auch noch nehmen. Ich will eigentlich alle Charakterklassen so schnell wie möglich durchmachen. Aber dann heißt es immer wieder, oh, ich habe keinen Bock auf das Spiel und so. Es ist ein großes Spiel und ich will es so lange wie möglich spielen. Und zum guten Glück kann ich ein Abonnement machen. Also, ja, abonnieren das Spiel. Ich habe nämlich keine Kreditkarte. Und deshalb muss ich, also kann es auch nicht über Bank, ja, irgendwie Bank machen, sondern muss es über Steam machen. Und das ist gut so. Das ist toll von den Entwicklern, dass man eine Sache über Steam machen kann. Bei World of Warcraft könnte ich es nicht machen. Dann spiele ich das Game auch nicht und Tezo könnte ich es, glaube ich, auch noch machen. Stärke, oh, kriege Stärke hier. Gut. So. Ich bin ja ich bin ja den Pikenier. Kann ich das gebrauchen.
der Krieger hat es eilig. Ist nicht so gut, wenn es so eilig macht. Man kann das nicht pullen. So, dann lassen wir den Gegner halt am Ort und Stelle. Ich bin natürlich der größte und der gefürchtigste Druid. Ich finde der Bart irgendwie so schön, also die Knochen. Auch wenn es nicht so passt. Ja, ich habe es ja schon gemacht. Wieso kommen hier so komische gelbe Kup? Greift an, Kameraden. Vernichtet sie. Sie sind zu fett. Okay, dann müssen wir nach hinten. Zum orangen Punkt auf der Karte. Der andere stirbt fast. Also so gut ist Club jetzt auch nicht. Wieso muss der Mage zuvorderst sein und irgendwie Probleme machen? Ja, Kehlstück. Ja, so gut ist das auch nicht, aber ich muss Gier machen. Ich will ja optimale Items haben. Okay, weil er Bedarf machen konnte. Das bekommen. Glückslinkt. Ja, toll. Das ist ein magisches Stück. Und der bekommt es. Verstehe ich das nicht. Und das andere. Finde ich nicht. Okay, der Glückslinkt, dann nehme ich nicht das beste Spiel. Oder die Glückslinkt. Alles auf Bedarf. Scheinbar ist sie noch nicht so gut ausgerüstet. Aber man kommt beim Händler genauso gute Sachen über noch. Später dann kommt man viel zu gute Sachen in Dungeons wahrscheinlich. Eben. Dann muss man schon eine gute Gruppe haben, dass man dann Sachen noch bekommen kann. Das ja mit Wolfrust und vielleicht gibt es ab, aber ich habe überhaupt kein Verlangen nach solchen Items noch. Ich brauche es nicht unbedingt sofort. So. Dann ist das wahrscheinlich der Endboss. Nö, noch nicht. Denke ich mal. Sudeli. Scheinbar wollen die nicht mehr angreifen. Boah. Okay, die haben irgendwas gemacht, damit die extrem viel Schaden bekommen. In die 55.000 habe ich irgendwas gelesen. Und können nochmals springen, scheinbar. Aber dass die gar nicht mehr angreifen. Deswegen. Kann ich das mal machen hier? Okay. Da brauchen die uns. Lol.
Die werden irgendwie kleiner. So, 6 Unzen. So. Eine Ledertasche. Bedarf. Und passen. So. Eine Tasche. Wieso nicht? Kann der Druide gut gebrauchen für seine Heilkräuter. Habe ich es jetzt bekommen? Ja. Dann habe ich den Siegesturm bekommen. So. Ein lebendiges Fossil. Fossil, ja, okay. Aha. Okay, dann sind wir bald da oben. Da haben wir auch schon einen Punkt. Ah, jetzt kommt da wieder so ein Steinbrecher. Nur nicht zu viel, zu wenig Leben haben. Zu viel Leben verlieren. Aus geht. Jetzt müssen wir nur Schaden machen. Wahrscheinlich wieder mit einer Explosion. Jetzt könnte ich den Limitrausch einsetzen, aber... Ich denke hier noch nicht. So. Weiter geht's. Ja, gute Farm bekommen wir, aber für ein Level reicht's wahrscheinlich nicht, weil ich schon recht hochlevelig bin dadurch, dass ich ja, die Druide-Quest gemacht habe. Und das ist der Endboss. Aha. Der Dungeon-Boss. Gut. So, Deli. Dann machen wir mal Limitrausch. Ja. Hab ich jetzt noch nie eingesetzt. Ach, das nicht in den anderen Dungeons. Da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen für das. Kann man da tun? Ah, der macht das. Dadurch kommen Gegner. Er verliert viel Schaden. Scheinbar müssen die aufmachen, dass noch mehr Gegner kommen. Das werden sie aber nicht schaffen. Gift auf den... So. Bisschen heilen. Hm.
Der leichteste Endboss. Der leichteste. Oh je. Kommt noch einer. Die anderen sind zu langsam, um Leute zu holen. Ja, da kann ich eigentlich nichts machen, das Seil. Und schon down. Oh. Der Arme. Fast auf mich gestürzt. Easy. Tschüss, bis bald. Oh. Ja. Okay. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Also Kupferglocke, Mine heißt es und Gratulation. Gibt's denn gar nicht den besten Spieler eines Dungeon hier? Oder was? Scheinbar. Ich wollte nur abstimmen. Für den Magier. Der hat so aufopferungsreich gekämpft. Aber scheinbar gibt's das gar nicht hier. Okay, dann ist das beendet. Ich gehe noch hier nach unten und gebe diese Quest ab und wechsle dann zum Pikenier, um dann Dragooner zu werden. Und das werde ich dann auch noch in meinem Video zeigen, wie ich dann zum Dragooner werde. Zum Dragoon. Ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Video. Euer Drago Basler. Tschüss.